Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich vertrete hier heute meinen Kollegen Martin Bill, der leider verhindert ist, aber auch das ist ja ein vertrautes Fachgebiet, mit dem ich immer wieder zu tun habe, deshalb mache ich das gern. Herr Thering, das war kein Schaufensterantrag oder ist kein Schaufenster, das ist ein Arbeitsauftrag und das könnten Sie ruhig zur Kenntnis nehmen, so macht man das im parlamentarischen Bereich und ja, ne? So. Meine Damen und Herren, kein Luftreinhalteplan ohne Verkehrswende. Deshalb bauen wir den ÖPNV aus, deshalb fördern wir den Radverkehr und das zu Fuß gehen. Und zusätzlich wird es auch nötig sein, die Elektromobilität auszubauen. Und deshalb freuen wir uns, dass der Bund nun auch 2,8 Millionen bereitgestellt hat, um die Ladeinfrastruktur für Privatfahrzeuge in Hamburg auszubauen. Damit können immerhin 600 zusätzliche Ladestationen errichtet werden. Das ist vollkommen richtig. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir auch eine Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen brauchen. Ab 2020 werden Hochbahn und VHH innerhalb von 15 Jahren ihre gesamte Busflotte auf, das sind 1500 Fahrzeuge, komplett auf emissionsfreie Antriebe umstellen, meine Damen und Herren. Frau Köppen hat jetzt schon einiges erzählt, das will ich jetzt nicht alles wiederholen, das steht bei mir auch alles so in der Rede, wie das dann manchmal so ist. Die Weiterentwicklung der Elektrobusse ist auch notwendig, weil größere Reichweiten erforderlich sind. Das ist vollkommen richtig. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angehalten. Kommen 200 bis 300 Kilometer wären schon sinnvoll und da müssen wir hinkommen. Und vor diesem Hintergrund ist es eben auch gut zu wissen, dass wir ausreichend Elektrizität zur Verfügung haben werden im Mittelspannungsbereich, der hier maßgeblich ist. Und als energiepolitische Sprecherin füge ich hinzu, durch die Batterietechnik ergeben sich auch hervorragende Chancen, Windstrom aus Erzeugungsspitzen einzusetzen, der bisher oft abgeregelt werden muss. Diese Technik, die wir hier einsetzen und die Erfahrungen, die wir damit machen, wird auch die Energiewende vorantreiben, meine Damen und Herren. Allerdings zeigt sich eben auch, dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur mit den entsprechenden Netzanschlüssen auf den Betriebshöfen die Kommunen, und das betrifft ja nicht nur Hamburg, und die Verkehrsbetriebe vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellt. Und Herr Thering, das haben Sie eben nicht verstanden. Es geht hier bei den zusätzlichen Hilfen, um die wir den Bund bitten, eben nicht um die Ladeinfrastruktur für Privatfahrzeuge, sondern um die Betriebshöfe und die Elektro... Meine Güte! Lautstärke ersetzt keine Fachkompetenz, Herr Thering. Wir halten es jedenfalls sinnvoll, hier den Bund stärker noch in die Verantwortung zu nehmen, damit entsprechende Fördermittel für die Verkehrsbetriebe und die Kommunen bewilligt werden. Das ist der zweite Punkt unseres Antrags, darum geht es. Und wir freuen uns auch hier über eine breite Zustimmung. Vielen Dank.